Sie war 13, aber es ist okay, weil wir haben, bevor ich Sex mit ihr hatte, haben wir sehr, sehr viele Monate geschrieben. Ich bin auch erst wach geworden. Nee, Alter, Tino, weißt du, was wach geworden ist? Die Sonne. Das ist richtig geil. Die auch, endlich kommt der Klimawandel bei uns an. Es wird wieder geblendet hinter mir an der weißen Fassade. Es ist einfach schön, es ist einfach Frühling, es ist nicht Frühling. Es fühlt sich an wie Frühling. Ja, aber ich glaube, da kommt nochmal so eine kalte Welle. Noch kann man sagen, der Klimawandel ist schön. Ja. Wenn das dann natürlich so weitergeht und im Sommer 60 Grad sind. Wir müssen jetzt aufhören damit. Ja, jetzt ist eine gute... Jetzt wäre es ideal. Jetzt wäre es, also liebe Leute, hört mal bitte jetzt auf, komplett mit CO2-Ausstoß, mit Plastikverschmutzung. Wenn ihr jetzt so von 100 auf 0 geht, das wäre geil. Jetzt Zug fahren, jetzt vegan leben und jetzt Sonnenstrahlen, Energie nutzen. Apropos Zug fahren, was sind das für, oh, jetzt darf ich nichts sagen, wir hören uns ja im Radio hier gegenseitig, aber was sind das für böse Menschen von der Stadtverwaltung Weimar oder wer auch immer das genau festlegt, dass die Monatskarten für den Bus, die sind jetzt richtig viel teurer geworden. Die werden immer teurer. Meine arme Mutter, ja, die muss jetzt irgendwie, ich glaube, 60 Euro oder so für Erwachsene, nicht ermäßigt. Ich weiß es nicht genau, 58 oder vielleicht sowas. Googelt's doch, ist mir scheißegal. Aber ja, was ist denn hier grüne Stadt Weimar? Mir wurde da irgendwie was versprochen. Tja, danke, Herr Kleine, oder? Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Weil, hallo? Der muss nicht Bus fahren, der fährt Limousine immer. Da ist es doch nicht attraktiv, in den Bus zu steppen und irgendwie schön gemeinsam eine kleine Fahrt anzutreten. Nee, da setze ich mich für die 50 Meter in meinen Jeep rein, in meinen SUV. SUV, genau, ja, fährst nochmal Rettner um und dann kommst du an im Radio. Abgehetzt und... Das geht nicht. Nee. Ich werde die Stadt Weimar verklagend. Tritt zur Wahl an, Robin, mach alles besser. Apropos Wahl, unser guter Freund Daniel Kratz, der war richtig Kratz. Nett. Kratz. Ich sag Kratz, ich habe mich an Kratz gewöhnt. Selber schuld. Grazis. Er war nett zu uns. Er war nett zu mir. Zu dir? Ich habe ja erstmal hallo Leute. Das war unser Cold Opener. Wir sind professionelle Menschen. Wir sind Brennpunkt Internet, Gino Ranacher. Und Robin Nosterafu. Ja, bla, machen wir die Scheiße ja weg. Generisches Intro. Wir erzählen natürlich, was uns bewegt, was euch bewegt, was das Internet vor allem bewegt in der letzten Woche. Wir haben es heute Donnerstag. Das ist ein bisschen ungünstig, weil die Ausstrahlung ist erst am Sonntag. Das heißt, es ist meine Schuld. Sorry, ich muss arbeiten am Freitag. Richtig, Tino ist ein Assi. Und das bedeutet, dass Stahlmetaller uns wieder in der Luft zerfetzen wird, weil wir wieder so desinformiert sind, weil er einfach 4 Tage an Wissenvorsprung hat. Ja, und dann immer diese ellenlange Kommentare. Jetzt hält ihn nicht. Wir kommen gleich zum Stahlmetaller. Wir können nicht vom 10.000. ins Millionste rein. Ich habe doch die Zeit, nicht diesen Kommentar zu lesen. Ich bin busy. Oh, ich muss schauspielen. Ich muss von einem Set zum nächsten hetzen und dann noch diese Kommentare. Ich muss meine Checks abholen. Wir haben einen Text lernen, ja, und ich muss meinen Stunt-Double bezahlen und so. Das ist alles ganz furchtbar. Also, gut, dann machen wir jetzt ganz kurz noch 1-2 Statements zu Stahlmetaller. Die letzten 2 Podcasts hat er sehr geprägt. Aber das muss man ja auch irgendwie. Er hat die Kommentarsektion geprägt. Ja, wenn er sich wirklich Mühe gibt und so einen langen Kommentar schreibt, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen darauf eingehen. Aber ich würde sagen, wenn es dann nicht mehr on topic ist, würde ich dann nach heute vielleicht auch nicht mehr so. Zumindest, man kann ja noch schreiben, ja, aber das nicht mehr so brisant dann zum Thema machen. Stahlmetaller hat uns wieder ein bisschen kritisiert. Auch hier wieder. Wir haben, wie gesagt, 2 Tage, das ist ja so ein bisschen ungünstig mit Radio Lotte, wir dürfen halt nicht Samstag hier rein. Oder Sonntag. Weil wir kriminelle Schwerverbrecher sind. Mhm. Die haben halt meine Polizeiakte gelesen und haben sich gedacht, nee, die kriegen keinen Fingerprint für die Redaktion. Der hat Pudding in Gesichter von Kindern geworfen, der ist jetzt todkriminell. Ja. Und deswegen ist das so ein bisschen problematisch manchmal für die ein oder andere Information. Wenn es euch interessiert, was der gute Stahlmetaller geschrieben hat, dann guckt sehr gerne auf YouTube vorbei. Ja, es ging eben ganz kurz um die Iran-Geschichte. Ganz kurz. Genau, ja. Brennpunkt Internet 51, wenn ihr es nachschauen wollt. Richtig. Heute ist Folge 52 und das ist sehr schön. Ich gehe auf ein paar Punkte ein, die mir rausgestochen sind. Wie gesagt, er kennt sich damit aus. Das ist auch voll okay. Aber man kann ja trotzdem zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Hin und wieder. Also erstmal sagt er deutsche Medien, die sehr Amerika-kritisch sind. Ich konsultiere fast gar keine deutschen Medien. Das ist Tinos Aufgabe. Genau. Also Tino ist der indoktrinierte Amerika-Hasser. Ist gar nicht wahr.
Dann sagt er, Trump ist ja auch nicht der Monarch der USA und die Regierung besteht nicht nur aus ihm. Das ist korrekt, aber in diesem Fall vom Iran war ja das, der große Kritikpunkt, dass das am Kongress vorbei entschieden wurde, weil es, Zitat, ein imminent threat gab, ja, eine direkt bevorstehende, also eine akute Bedrohung, was bis heute nicht mit Beweisen unterlegt wurde, sondern einfach nur eine Behauptung ist. Und das ist ja die große Sache, dass das in dem Fall wirklich Trump einfach gemacht hat. Was aber nicht neu ist. Beziehungsweise sein näheres Umfeld. Die USA haben schon immer Gründe vor Kriege geschoben, die gar nicht gestimmt haben. Was dazu noch, was da nämlich jetzt aktuell rauskam, ja, Stahlmetaller wird das jetzt wieder in der Luft zerfetzen. Aber meine Informationen sagen, dass Trump bereits 7 Monate im Voraus das autorisiert hat. Die Ermordung von Soleimani. Das wusste er schon gar nicht mehr an dem Tag, wo es dann stattfand. Ach, ich habe vergessen, das zu canceln. Muss man aber dazu sagen, dass es ein kleines bisschen auch den Wind aus dem Segel nimmt von, der hat das nur gemacht wegen Impeachment, wenn das vor 7 Monaten halt auch schon Thema war. Ja. Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, beziehungsweise kann man dann auch wieder sagen, okay, dann hat er aber jetzt den roten Knopf quasi gedrückt, weil gerade das Impeachment gedrückt hat. Aber egal. Scheiß doch egal. Dann das Letzte, ja, er sagt dann, wir gehen in die Verschwörungstheorien, weil ich so einen läppischen Spruch gemacht habe. Ich habe gesagt, es ist okay, wenn da hier so ein paar hundert Leute sterben für amerikanische Interessen. Das war natürlich so eine kleine Flachsrakete, ähnlich wie bei dem Flugzeug. Und damit meinte ich ja jetzt nicht, wie er es scheinbar verstanden hat, dass Amerika irgendwie die abgeschossen hat oder dafür verantwortlich ist. Aber dieses Flugzeug wäre ja nicht abgestürzt bzw. abgeschossen worden, wenn das vorher mit Soleimani nicht passiert wäre. Kann man so sagen, ja. Das ist einfach nur das, was ich da so ein bisschen flachsig formuliert hatte. Aber da wir hier ja uns auf die Fahne geschrieben haben, super korrekt zu sein. Ich habe es mir auch geschrieben, ja. Er nimmt das alles zu ernst, was wir hier erzählen. Wir sind keine Frauenfeinde, wir sind keine Neonazis, wir sind ganz normale Menschen wie du und ich. Ja. Und haben auch nicht von allem eine Ahnung und reden einfach nur, was wir so gern reden möchten. Und eine Sache auf jeden Fall noch, weil er das auch vergleicht, dass wir das eine schlimm finden mit Soleimani und das mit dem Flugzeug. Ja. Ja, das passiert. Wir haben es halt nur kurz angerissen. Ja, aber da ist ja der Punkt, dass mit dem Flugzeug war, nach aktuellem Kenntnisstand, aus Versehen. Ja. Und das andere ist eine gezielte Tötung. Da muss man dann schon irgendwie unterscheiden. Natürlich kann man sagen, dass es super scheiße ist, aber jetzt zu sagen, das wäre ja dann wieder Verschwörungstheorie. Ey, Iran, warum schießt ihr dieses Flugzeug ab? Es gab wohl auch jetzt Proteste gegen die iranische Regierung von den Iranern selber. Ja, gibt's ja schon länger. Ja. Aber jetzt auch wieder, ja. Genau, und immer haben noch. Sie auch dagegen geschossen, die iranische Regierung haben schon wieder geschossen. Die Iraner, Alter, wo schießen die immer alle hin? Verhaftet. Die schießen überall hin, wo sie können. Es ist so traurig. Ähnlich Jolli mit seinem Penis, aber dazu später mehr. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht angesehen. Hast du dir nicht angesehen? Bei mir egal, aber du kannst gerne erzählen. Nee, eigentlich wollte ich, ich habe doch ganz am Anfang angeteasert, wie cool der Daniel Kratz ja, genau. Was war da eigentlich? Wir haben ja leider versäumt, deswegen haben wir eigentlich eingeladen, damit ich mal so richtig abranten kann über Weimar mit ihrem Kieselsteine hinstreuen und Feindbild Skateboardfahrer und so, ja, auf dem Theaterplatz. Wir stellen eine schöne Eisfläche hin, die tausende Tonnen wiegt, dann nehmen wir die weg und dann sind da so Fugen und dann sagen wir, die Skater war's. So, ging dieses Ganze, das habe ich dann nach dem Podcast mit ihm nochmal kurz angesprochen. Und jetzt hat er mir aus dem Nichts, ja, vor 2 Tagen tatsächlich so einen Text vorgelegt, den er dem Stadtrat so ans Bein binden will, was weiß ich, Eloquenz. Und das fand ich sehr schön, aus dem Nichts. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich hatte schon wieder vergessen, wer ist Daniel Kratz überhaupt? Daniel Kratz, ein Mann des Volkes. Ja, sehr schön. Da hat mir das sogar noch Feedback gegeben und ich sollte ihm Feedback geben. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm das doch rein, dass Skaten olympisch wird und so und das Ansehen generell einfach steigt. Und das ist sehr schön. Also mal schauen, ob da irgendwas passiert. Ich glaube es nicht, weil... Brennpunkt wirkt, liebe Leute. Ja, Brennpunkt, also Leute. Wenn auch ihr politische Forderungen habt, dann bitte an uns. Wir laden... Demnächst steht hier irgendwo auf irgendeinem Platz im hinterletzten Hinterhof steht da eine Rampe rum. Wir haben es geschafft. Geil. Es sind die Kleinigkeiten, Robin. Es sind die Kleinigkeiten, die Welt verändern. Naja, gut. Später nochmal mehr zu Trump. Jetzt müssen wir aber wirklich erstmal in die relevanten Lokalmedien kommen. Oh Gott, ich hab's geahnt. Tino, wir müssen unserer Pflicht hier Folge leisten. Wir sind ja nicht nur ein international anerkannter und bekannter und gehörter Podcast. Wir sind ja auch lokales Radio. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und da müssen wir natürlich
den großen Eklat, der auf rtl.de war, auf bild.de, auf welt.de, auf Thüringen 24, auf Tag 24, überall hat es seine Runden gemacht. Was war denn los, Tino? Du warst ja da als großer Fanboy, sogar länger als ich. Ja, wie heißt der Kummer-Carsten? Ja. Lud ein zum großen Fantreffen in Weimar. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Er ist ein Berliner. Ein Berliner auch noch. Muss extra aus Berlin hier mit dem Flixbus herfahren, um in unserer schönen Stadt ein Fantreffen zu organisieren, was dann eskaliert. Wie alle Fantreffen eskalieren in Weimar. Wir hatten es ja schon vor ein paar Jahren mit Leon Mascher. Das ging so ein bisschen in die Hose. Und dieses Mal wieder. Und er wollte sich, also Kummer-Carsten hat sich mit MCM getroffen, der unserem ehemaligen Podcast-Gast hier. Ja, Brennpunkt hat ihn groß gemacht. Quasi. Ich glaube, der Brennpunkt hat ihm diesen Spot verschafft, dass er mit Kummer-Carsten ein Treffen machen darf. Mindestens auch, ja. Und ja, und du hast ja schon gesagt, dass du da sein wirst, dass du mal vorbeigucken möchtest. Ja. Am Marktplatz war ja 16 das Uhr Treffen. Am 16 Uhr am Neptunbrunnen. Und ich dachte, komm, ich komme auch mal vorbei. Und dann warst du aber ganz abseits von dem ganzen Geschehen und hast dich nicht rangetraut. Und ich meine dann halt zu dir, komm, wir gucken mal hin. Ich wusste, dass mein Bruder da ist und so, dass er sich auch aus Sensationsgeilheit mal angucken wollte. Moment, ich kann die Gunst der Stunde nutzen, meine wortwörtlich, nee, ich sag's lieber nicht, wie ich es wortwörtlich gesagt habe. Ich habe aber zu bedenken gegeben, dass es ähnliche Individuen sind, die ich auch mit negativen Erfahrungen verbinde vom Bauhausplatz, das so kann man vor das dem Bauhausmuseum. Und vielleicht sind da die ein oder anderen Leute dabei, die nichts Besseres zu tun haben in ihrem Leben, als jeden Tag dort zu saufen, was erstmal okay ist, von mir aus macht, aber dann diese Flaschen dort zu zerscheppern, auszukippen und so weiter. Auch das. Das reicht. Das ist dann der nächste Scheiß, weißt du, dass da dann wieder heißt, ach guck mal, wie die Skater hier den Platz versauen. Dabei sind das halt diese Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als diesen ganzen Platz zu zerräuseln. Und eben jene Leute habe ich dort am Neptunbrunnen vorgefunden, sodass ich dann erstmal innehielt und mir überlegen musste, gehst du da jetzt überhaupt hin? So, und dann dachte ich, okay, aber ich habe es MCM versprochen, dass ich mal vorbeischaue. Gehst du doch mal hin. Aber er war ja gar nicht außerdem da. Außerdem hast du meinen Rücken gestärkt, ja? Richtig, richtig. Und dann war MCM nicht da. Wenn wir untergehen, dann gemeinsam. Das war unser Credo an dem Tag. Ja. Und ja, es kratzt an der Reputation, wenn du dich da blicken lässt, vielleicht mit irgendwelchen Assi-Kindern. Und das hast du jetzt gesagt. Und Kummer Carsten, doch, ist so. Aber ich habe hier eh nichts mehr zu verlieren in Weimar. Sind wir mal ganz ehrlich. Und dann sind wir dann dahin gesteppt quasi. Und haben auf den großen Star gewartet, auf MC Muschi. Ich weiß halt schon wieder nicht, wann wir angefangen haben. So 5 vor, glaube ich. Ja, wird schon. Egal. Und der große Star war gar nicht da, MC Muschi. Wir dachten noch anfangs, dass dieser Kummer-Carsten nicht da wäre, weil ich wusste nicht, wie er aussieht. Und da kamen noch mehr, die ich halt kannte, die auf mich zukamen, so, und bist du auch wegen Kummer-Carsten hier? Ich ja, so, ja, klar, wegen wem sonst? Und dann standen wir da, weiß nicht. Nicht nur der, ein gewisser Uwe Kubikmeter, 62, war auch da. Ja? Keine Ahnung, wer das ist. Okay. Aber er war der besagte YouTuber, der noch kommen sollte, ja, der Überraschungs-YouTuber. Ja, genau. Wer ist das so? Was macht der? Macht der auch na, der hängt öfter mit dem Kummer-Carsten rum und trinkt Alkohol. Das ist so sein Ding. Wie viele Abos hat der? Weiß ich nicht. Ist der relevant? Weiß ich, wer ist denn heutzutage schon relevant? Na, wir zum Beispiel. Also, außer uns. Kummer-Carsten ist auf jeden Fall auch nicht relevant, aber. Naja, immerhin hat er um die 60 Leute gezogen am Marktplatz, ja? Muss man ja, auch mal also sagen. Also, meine steile These ist, dass was nicht alle davon den ursprünglich kannten, sondern dass es halt hieß, ey, der kommt ja her. Und dann ist es auch egal, wer das ist, ja? Ich glaube, auch bei Leon Mascher waren nicht nur Leon Mascher-Fans. Nee, nicht nur. Aus vertraulichen Quellen weiß ich das. Ja. Und deswegen. Na jedenfalls, als wir noch da standen, du bist ja relativ früh wieder getürmt, als weil MCM nicht zurückkam. Ja. Er wollte angeblich Bier holen nach Aussagen von Jugendlichen vor Ort. Und dann bist du wieder gegangen nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, weiß gar nicht. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, ich war echt nur 10 Minuten da oder so. Ja, es war halt wirklich. Also ich habe mich wirklich hinterfragt, mit meiner begrenzten Lebenszeit, was tue ich hier gerade? Wenn MCM da wäre, würde ich halt kennen und habe es ihm versprochen und so. Aber so stand es. Also nach hinten raus war da ja auch mehr Stimmung, ja? Nichts. Ja, wir sind noch an einem anderen. Aber in dem Moment, als ich da stand, stand halt Kummer-Carsten alleine in der Mitte irgendwie rum. Komm, reden wir über die Geschehnisse. Ja, kommt die Polizei. und zack, also nichts passiert. Ja. So kleine Krüppchenbildung drumherum und
dummer Nö, aber es wurden Stories gemacht und so. Ich habe es bei Instagram als mein Fantreffen ausgegeben. Ja. Und dann bist du ja gegangen und dann bin ich noch geblieben und dachte, ja, wenn irgendwas Spannendes passiert, ich will wieder Klicks einfahren und Geld verdienen, wie damals mit Leon Mascher. Hm. Wärst du mal länger geblieben. Richtig, ne? Ups, das war ich ja gar nicht damals. Und ja, aber nach weiteren 20 Minuten bin ich dann auch wieder verschwunden, weil ich dachte, komm, es ist kalt, ich habe keinen Bock. Hatte noch eine Begleitung dabei und hat noch nicht ewig Bock, da noch rumzustehen. Und dann sind wir wieder gegangen. Ihr hattet halt keinen Alkohol, der euch gewärmt hat. Vermutlich, ja. Die ganzen 15-Jährigen hatten halt Alkohol. Aber noch nicht. Erst als MCM kam mit den Bierkästen. Aber der Kummerkasten hatte so eine riesen Flasche dabei, so eine riesen Ketchup-Flasche. Ich kenne mich damit nicht aus, aber was ist das? So rotes oder oranges Zeug, so eine riesen Flasche. Na, es gibt doch diesen Mexikaner. Da hast du so Chili-Soße und Tomatensaft und so und Wodka oder so. Also es war auf jeden Fall so eine riesen Flasche und er hat halt in seiner Instagram-Story gesagt, alle, die volljährig sind, kriegen was. Ja. Aber bist du volljährig? Ja. Nach meinen empirischen Erkenntnissen war da keiner volljährig. Sie sahen alle so aus wie unter 16. Ja. Naja, jedenfalls sind wir dann auch verschwunden und dann am gleichen Abend war ich dann noch in Erfurt. Da kam dann die Schlagzeile von meiner Mutter irgendwie. Es ist wieder was passiert mit YouTubern, ist es dann der Podcast-Partner? Da sage ich nein. Schön. Nein, es ist ein anderer YouTuber, vielleicht auch mal ein Podcast-Partner in Zukunft, wer weiß, was passiert. Stimmt. Aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Und da habe ich es dann auch in die Gruppe gepostet, in die Telegram-Gruppe, hatte aber keinen Empfang. Und erst als ich wieder zu Hause war, nachts um 3 oder so, kam erst dann die Nachricht, wo du schon lange das auch gepostet hast. Ja. Also was passierte, Robin? Was war die Eskalation? Wie sich letztendlich rausstellte, eine Katharina König-Preuß hat das nämlich auf Twitter geteilt, ein Video. Eine gute Frau. Wie diese Gruppe da rumsteht. Du kennst aber vielleicht dieses Karneval-Ding, dieses Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, Eul, ja. Eul. Ja, ja, klar. Hip-Hip-Hurra, ja, Hip-Hip-Hurra und dann Sieg. Und die Leute sagen, das ist von 1970 oder so. Mhm. Und genauso hat es halt angefangen. Die machen das halt nach. Mhm. Deswegen sage ich da an dem Punkt, okay, muss man nicht machen, aber würde ich jetzt erstmal nicht... Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Aber würde ich jetzt ursprünglich erstmal nicht unterstellen, dass es unbedingt rechts ist. Ist ein Gag von, oder ein Gag, ja, in Anführungsstrichen, von dem ich auch mich vielleicht mal aber hätte Hitler sehen können, genau das zu tun. Hat auch mal angefangen mit Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. So. Da konnte der Führer nichts dafür. Aber... Es war halt verbunden mit mindestens 2 Hitlergrüßen, die man auch auf dem Video sieht. Ja. Und ich habe es jetzt auch gestern nochmal im Stream genau analysiert. Das ist auch definitiv der rechte Arm. Ja. Und danach, nachdem das halt dann irgendwie man muss sagen, das Heil haben nur 2 Leute, glaube ich, gesagt. Oder maximal 3. Aber es wurde noch ein Siegheil nachgeschoben. Eben, das wurde noch nachgeschoben. Aber man muss halt wirklich sagen, zicke, zacke, oi, oi, oi. Das waren halt ungefähr 5 bis 10 Leute so in dem Rahmen. Und das Heil haben dann halt noch 2 mitgemacht. Aber ich kann dir auch sagen, aus meinen Kreisen, wenn jemand anfängt mit Zicke, Zacke, hoi, 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 folgt am Ende kein Sieg, heil. So läuft das, okay. Es gibt schon noch Unterschied, ja. Ich meine ja nur, dass die Person hat vielleicht dieses Karnevalsding gesehen, fand das lustig, ja. Es ist ja in dem Sinne ein Prank. Ich kenne das gar nicht. Es ist ja ein kleiner Sieg, Prank. Man sagt, ich nicht. Man sagt Sieg, das ist nichts Schlimmes. Man sagt Heil, das ist nichts Schlimmes. In Kombination ist das vielleicht ein bisschen auch kritisch. Hitler hat ein ganz normaler Nachname, ja. Und Heil ist auch jetzt nicht so schlimm. Heilstätten gibt es doch ganz normal. Nee, aber weißt du, es ist ja in dem Sinne ein Prank. Du bringst deine Genossen, die du da ansportest mit deinem Hip-Hip-Hip. Hitler-Heilstätten. Deine Genossen mit deinem Hip-Hip-Hurra. Die bringst du dazu, heil zu sagen, obwohl sie nicht rechts sind. Haha, lol, ja, verstehst du den Witz so. Ja. Aber diese beiden, die halt auch den rechten Arm dazu gehoben haben, haben dann noch ein Es bleibt, also, verfassungsfeindlich. Als wärst du ganz tief in ihnen drin, das endlich mal rausbrüllen zu wollen. So fühlt es sich an. Und aufgrund dessen wurde dann die Polizei auf den Plan gerufen. Da irgendwie auch dieses mit dem Aufruf schon direkt im Raum stand, kam halt tatsächlich irgendwie 10 Sixpacks an auf dem Weimarer Marktplatz. Weil das muss man natürlich dann erstmal ernst nehmen, wenn es heißt, irgendwie da sind Leute, die Sieg Heil sagen, einem Aufruf gefolgt und sind jetzt in Weimar unterwegs. Da denkt natürlich jeder, okay, jetzt kommt Fackelzug und weiße Kutten oder so. Dem war halt nicht so. Aber es ist schon zu nicht dem cool. Zeitpunkt zu dem nicht. Zeitpunkt noch nicht. Wer weiß, was passiert wäre. Mein großer Kritikpunkt bei der Sache ist, dass der gute Kummerkasten nicht in einer Silbe irgendwie erwähnt hat, dass er sowas nicht toleriert, dass er sowas nicht gut findet, was auch immer. Er hat nur gesagt, das ist überhaupt nicht passiert, beziehungsweise ich habe das nicht mitbekommen, ich weiß davon nichts, ich bin fein raus. Typisch. Und das finde ich nicht so geil. Wenn die Anschuldigung gegen dich steht, und das ist halt jetzt auf vielen Seiten der Fall,
dass du solche Leute irgendwie unlockst oder dass du das vielleicht promotest oder gut findest oder was auch immer. Ja, dann solltest du zumindest mal klar sagen, dass du dagegen bist. Ja. Und wenn du das nicht tust, muss man sich fragen, warum tust du das nicht? Bist du selber dieser Meinung? Findest du das gut? Oder willst du dir diese Leute nicht, weil du merkst, okay, die AfD hat in Weimar aber doch ganz viel oder in Thüringen ganz viele Prozente geholt, da will ich mir nicht potenzielle Fans wegnehmen, da sage ich dazu mal nichts. So, naja, dazu kam halt, dass irgendwie MCM, die wollte bei dieser Personenkontrolle seitens der Polizei irgendwie pullern gehen, laut eigener Aussage, und da hat die Polizei gesagt, nee, und deswegen ist die Polizei korrupt, meint MCM, da würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen widersprechen, aber sie ist wohl ein bisschen handgreiflich gegen ihn geworden, und daraus hat Kummerkasten dann gleich gemacht, in seinem Video, sein Statement-Video, Polizei verprügelt Behinderten. Ja. Und das fand ich auch nicht so korrekt. Hm. MCM ist ein großer Fan von Kummerkasten. Hm. Ich nicht so. Sag ich, wie es ist. Ach nein? Nee. Nach der Aktion nicht? Er hat halt auch in seinem Statement-Video, ich weiß nicht, in welchem Hotel von Weimar er war, er rotzt halt einfach auf den Boden. Es ist halt dumm. Ich habe es auch im Stream schon gesagt, es ist einfach dumm. Ich habe auch so viel Scheiße schon gebaut und auch, ja... Er ist am Rande der Legalität langgeschlittert und langgeslidet und vielleicht auch mal kurz drüber gelunzt. Aber da muss doch irgendwie ein bisschen Witz mit verbunden sein. Ja. Ich habe mal im Brennpunkt erzählt von wegen, wir werfen uns mit Milch ab. Ja? Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass da so eine Ebene von irgendwas mit Humor oder irgendwas eine ganz hohe Ebene ist das, ja. Das ist irgendwie mit ein bisschen Spiel und Spaß verbunden, ja? Ja. Sich mit Milchpackungen abzuwerfen, die man vielleicht kurz weggefunden hat. Aber einfach nur, weil man assi ist, auf dem Teppichboden zu rotzen im Hotel oder den Spiegel anzurotzen wie in seiner Instagram-Story, da fehlt mir halt wirklich jede Ebene von Humor. Oder in den Wasserkocher reinpissen. Hat er auch gemacht, oder? Nee, was? Aber kenne ich jemanden. Ja? Asozial, ja. Witzig. Ja, also total. Ich weiß nicht, Weimar ist einfach verflucht, was YouTuber angeht. Es gibt nur einen, der besteht, der sitzt hier gerade vor mir. Ja, der Rest, weil ich hier noch kein Treffen gemacht habe. Eben, der Rest hält es einfach hier nicht aus. Also ich warne jeden YouTuber da draußen und auch YouTuberinnen, kommt nicht nach Weimar. Kommt nach Weimar, wenn ihr eure Karriere kickstarten wollt, weil ich meine, in den Medien bist du jetzt hart vertreten, MCM, Kummerkasten und Uwe. Aber wählen Sie auch MCM? MCM 23 wird zum Beispiel bei... Thüringen 24 erwähnt. Oh. Ausführlich, die dann auch am Ende nochmal auf dieses Leon Mascher-Ding verlinkt haben. Yes, Klicks. Ja, also habe ich auch im Stream aufgemacht, auf einmal war dein Gesicht zu sehen. Das war ganz witzig. Mein Gesicht? Ach so, nein, natürlich. Ach so, ich kenne von dem so eine verzerrte Grimasse von deinem. Ja, also es war wirklich Tohu war Bohu. Und es war ja auch irgendwie lustig. Also ich muss sagen, ich finde es ja schon irgendwie auch spannend, wenn sowas hier passiert. Ja. Aber Weimar zurück in die Relevanz. Ja, richtig. Seit Goethe und Schiller ging hier nichts mehr. Wenn nicht geschichtlich, das Bauhausmuseum war auch ein Reinfall. Keinen hat es hergezogen und alle, die rauskommen, sehen enttäuscht aus. Ich sehe es doch beim Skaten. Ja, stimmt. Die rotzen auf dem Boden vor Asozialität, die sie da gesehen haben. Es ist halt einfach langweilig, das Bauhausmuseum. Baut lieber einen Skatepark. Warst du mal drin? Ich war mal drin. Aha. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich kostenlos reingesneakt. Ah, cool. Weil es war ja irgendwie am ersten Tag war kostenlos. Ja. Falls es danach jemals wieder kostenlos war, dann habe ich mich vielleicht nicht reingesneakt, aber wir sind halt einfach reingegangen und es hat uns keiner aufgehalten. Mhm. Von daher bin ich mal davon ausgegangen, dass es kostenlos war. Ich durfte nicht rein. Ich stand da mit Parteianzug und Bauhelm und wollte reingehen und kam nicht rein. Ungünstig. Naja, genug von Weimar, oder? Case closed, oder? Ja. Kommt in die Akte asozial und ja. Das ist nicht das so ein schwarzer Fleck auf der Historie von Weimar, wie der Besuch von Hitler? Oder von Böhmermann? Größer als das, glaube ich. Größer, ja. Okay. Zu den Akten. Jo Olli hatte ich angesprochen. Ja, genau, der alte, ja, also ihm wurde Pädophilie vorgeworfen. Ja, muss man auch sagen, Pädophilie ist... Er ist es nicht, richtig, Pädophilie ist ja vor Pubertät und es gibt noch das Nachpubertät, oder während Pubertät gibt es ja auch noch. Und er hat wohl... Ich stehe auf während Pubertät. Ja, und Jo Olli ist ein YouTuber, ein Influencer, der wohl mit jungen Mädchen Sexualkontakt hatte. Es ist definitiv bestätigt, es gab Vorwürfe der Vergewaltigung. Hm. Man muss dazu sagen, vielleicht die Leute, die jetzt wirklich noch nie was davon gehört haben, liebe Radiohörer. Vergewaltigung ist, wenn du eine Frau gegen ihren Willen penetrierst. Und Vergewaltigung ist nicht das, was Louis C.K. gemacht hat. Er hat um den letzten Brennpunkt nochmal aufzugreifen. Richtig, er hat sie genötigt. Er hat gefragt, ob es okay ist, vor ihnen zu masturbieren.
Und das ist ja meine legitime Frage. Haben die ja gesagt? Nein. So. Und trotzdem war das der Pimmelmann rausgeholt. So, also das ist Vergewaltigung. Jo Olli ist ein YouTuber, ich glaube 24 oder 25 oder so ist der, so alt der damit bekannt geworden ist, dass er halt auch so Kissing-Pranks beziehungsweise so Challenges hier, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Und er hat halt immer sehr junge Leute dabei gehabt. Und ich fasse die an den Arsch, an die Brüste. Genau. So, und Vergewaltigungsvorwürfe hat wohl das Gericht entschieden, waren nicht legitim. Das war professionell, Tino. das war, ja, wie das halt so ist, wenn das im Raum steht, ey, das ist einer, dann kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht ein Trittbrettfahrer kommt und sagt, ey, der hat mich übrigens vergewaltigt. Mhm. Ja, kann passieren, ist eben demnach passiert. Aber was definitiv bestätigt wurde, ist, dass er Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen hatte, die aber zu ihm meinte, sie sei 15. Na dann. Und da hat, was ist eigentlich die News diese Woche? Er wurde ja halbwegs freigesprochen, beziehungsweise hat 8 Monate auf Bewährung, aber nicht wirklich laut seiner Aussage. Er hat nämlich, und das ist eigentlich die News, das allererste Mal ein Real Talk-Video gemacht. Und das ging um die Welt, Leute. Mhm. Er hat nämlich noch nie gerealtalkt, ist ja immer so ein ganz ironischer, ne? So ein Spaßmensch ist das ja immer. Mit Augenzwinkern und genau. Vielleicht sagen. Genau, vielleicht habe ich ihr Jungfernhäutchen zusammengerissen. Aber es ist halt von vorne bis hinten so ein bisschen komisch. So, und ein Punkt, der da sehr komisch ist, dass er sagt, ja, sie meinte zu mir, erstmal nochmal zurückspulen. Er sagt halt, sie war 13, aber es ist okay, weil wir haben, bevor ich Sex mit ihr hatte, haben wir sehr, sehr viele Monate geschrieben. Also vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt dann sogar noch 12, falls sie sagen wollte. Fand ich ganz witzig. Aber sie meinte zu ihm 15 und da frage ich mich, wenn er jetzt sagt, ich gehe dagegen an, ja, weil aus meiner Sicht war die durchaus in der Lage zur sexuellen Selbstbestimmung, deswegen gehe ich dagegen jetzt vor. Also bin ich nicht mal auf Bewährung, habe ich eigentlich gerade gar nichts, so seine Aussage. Da frage ich mich aber, was ist denn mit Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Dass, wenn das Gericht oder wenn das Gesetz ist, dass mit 13 nicht okay ist, und das war meine letzte Info, dass irgendwie 14 ist Grauzone oder so, 14, 15 ist Grauzone, ab 16 darf sie geben, auch wenn er irgendwie 50 ist oder so. Naja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, greift nicht, wenn sie mit dem Alter lügt, glaube ich. Meinst du? Ja, das war doch bei diesem Marco auch damals so, der in Russland irgendwie mit einer Frau Sex hatte, die jünger war, als sie angab. Aber, und da kommt der nächste Punkt, ich habe es jetzt nicht nochmal gegoogelt, aber war nicht 14, 15 diese Form von Grauzone, dass du da auch das Okay der Eltern brauchst? Genau. Wenn du weit über 18 bist? Ich dachte auch, und ja. Wenn er das nicht hatte, dann spätestens dann. So, ich weiß nicht. Ja, ist aber auch schwierig. Also fragst du denn mit 15 deine Mutter, ob du Sex haben darfst mit jemandem? Nee. Mal ganz ehrlich. Aber wenn das das Gesetz ist, dann mir geht es ja nur darum, ob Jo Olli überhaupt eine Grundlage hat, dagegen anzugehen. Für mich hat das irgendwie nicht so gewirkt. Naja, also es scheint ja schon dann ehrlich zu sein. Er hätte ja sonst sagen können, sie meinte, sie wäre 16. Aber er gibt ja auch zu, dass sie halt 15 gesagt hat, was ja auch schon schwierig ist. Also man kann es ihm durchaus abnehmen. Aber selbst das ist eben sehr, sehr grenzwertig. Also ich fand meine Welt noch schöner, als ich gesagt habe, Jo Olli trollt uns alle. Der setzt selber Gerüchte in die Welt, um Bekanntheit zu bekommen, macht überhaupt nichts mit Minderjährigen. Demnach ist es nicht so. Ja. Mhm. 13 ist schon sehr jung. Kann man mal festhalten. Ja, aber wenn ja gut, also, manche sehen ja auch aus wie 20. Wir müssen ja auch aufpassen. Ja, die Elfjährigen sehen heutzutage halt auch wie 30 aus. Ja. Man muss halt wirklich, es ist... Da kann man als Mann nichts dafür. Ja, und ganz man hat ehrlich. Ja auch als Mann so eine gewisse Pflicht, ja? Ja, man muss ja auch die Erhaltung seiner Rasse, ja? Es ist so, es ist so. Oh Mann, war diese Woche wieder so ein ich glaube, Senator auch, oder? Nee, irgend so ein Typ, wer war es denn, Alter? War wieder in der Kritik, weil er sehr rassistische Sachen gesagt hat, unter Ach, anderem. Nein. Also ein Amerikaner. Das gibt's noch. Der hat halt gesagt, mit fremden Kindern kann man die... Rasse nicht retten oder irgendwie, nee, nicht die Rasse nicht retten, so war es nicht mal, so kann man nicht die Bevölkerung Amerikas retten oder irgendwie sowas. Zitiere mich bitte nicht, aber egal. Jo Olli. Ja. Ja, er ist das Opfer, oder? Ja, seine große Conclusio war ja auch, übrigens, löscht jetzt mal lieber alle Videos über mich, die vielleicht Fake News enthalten. Ich gehe da jetzt richtig vor, alle die Leute, die jetzt irgendwas Falsches über mich sagen,
die zeige ich direkt an. Da gehe ich direkt zur Polizei. Oh nein. Also wenn wir jetzt theoretisch sagen würden, ja, rein theoretisch, ey, der Joolli, der wusste doch, dass die 13 ist, als er die sich weggeschlübbert hat. In Anführungsstrichen. Ja, wenn wir das jetzt sagen würden, dann würde er wahrscheinlich direkt zur Polizei gehen. Hm. Aber sagen wir ja nicht. Und ich bin mir sicher, Joolli hört hier zu. Na, wer nicht? Wie alle, ja. Alle hören zu. Eigentlich müsste man müsste so einen Zuschauer-Counter haben von den paar Leuten auf der Welt, die nicht hören. Ja. Und der würde dann gegen Null gehen, weiter wir machen. Ja, das sind nur so 3-4 Leute in, ja. Ich glaube, wir hörten den nicht, Robin, wir hörten den Brennpunkt nicht. Also Stahlmetaller hörten noch. Ja. Das ist doch schon mal schön. Oder wie ich ihn nenne, Stahlgewitter. Egal, Joolli, Real Talk, wir schauen mal. Also, Mann. Müssen wir jetzt wieder zurück zu Lord Abaddon gehen? Das ist doch scheiße. Lord Abaddon ist quasi der Kinderficker der Millennials. Aber waren die auch jünger als Joolli seine Lord Abaddon? Damen? Ja, waren die noch jünger? Also um Herodes zu zitieren, es gibt Fotos oder es gab Fotos im Netz von einer 13-Jährigen, vermutlich mit seinem Samen im Gesicht. Das könnte irgendein Samen gewesen sein. Könnte auch irgendein Samen gewesen sein, aber... Könnte auch meiner gewesen Video sein, wer weiß das schon, weil Tino kann es auch nicht mehr zurückverfolgen, wo der überall war. Da war ich auch erst 13 zu dem Zeitpunkt. Na dann ist er okay. So. Ungefähr. Ja, also da gab es halt diese Jasmine oder so und das hat Videoamt damals ganz groß, kennst du das? Nee. Videoamt? Hat das damals ganz groß, hat dann auch Interviews geführt mit einer anderen und so. Und die war halt dann auch früher in Vlogs zu sehen, wo dann auch, ich glaube, Iblali mit dabei war und so. Hm. Ja. Also Iblali hat da bestimmt nichts mit zu tun. Nein, ich will mich heute nur mal auf dünnem Eis bewegen. Die große Anschuldigung, ja. Ich habe gehört, wenn man Anzeigen kriegt oder wenn 10 Sixpacks kommen, dann kommt man zurück in die Relevanz. Von daher, wir brauchen mehr Anzeigen für diese Sendung. Fand auch spannend von MCM die Aussage, er weiß überhaupt nicht, was White Power bedeutet. Ja, gestern im Stream aufgedeckt. Ja. Der MCM weiß nicht, was White Power bedeutet. Auch Hitler, sollen das gewesen sein? Kenn ich doch nicht. Der Punkt ist, dass er sagt ja, das ist alles nicht so gut. Dann lege ich auf, also ich habe im Stream mit ihm telefoniert, lege ich auf. Und dann schickt mir jemand einen Link von einem Video, was ich nicht kannte von MCM, wie er halt White Power sagt. Guck mal, Carsten, ich freue mich auf dich. White Power und tschüss. So ungefähr. Und ich direkt wieder angerufen, ey, MCM, was muss ich denn hier? Was ist das denn? Und da kommen wir halt in die schwierige Position, dass er nun geistig wohl leicht behindert ist. Und da muss man halt sagen, okay, wenn er das nicht wusste, dann... Es ist halt schwierig. Du willst halt Behinderte nicht extra behandeln, finde ich, weil das auch wieder behindertenfeindlich ist. Sind nicht alle Neonazis ein bisschen geistig zurückgeblieben, mal ganz ehrlich? Stimmt. Da können wir uns doch drauf einigen. Aber schlimmer als MCM, glaube ich. Naja, gut. Nein, ich möchte jetzt die geistig behinderten Menschen da draußen nicht diskriminieren. Ja. Nazis stehen auch unter euch. Weit unter euch. Okay. Meine Meinung. Da ist mir Tino zu links. Ich würde gerne eine ganz wichtige, seriöse Nachricht verkünden. Okay. Denn gerade war ich noch zu Hause und habe eine Bundestagsdebatte verfolgt. Oh. Und ich wollte dich eigentlich fragen, was du von der Widerspruchslösung hältst in der Organspende. Hör ich zum ersten Mal. Klär mich auf. Jens Spahn, der beste Minister, den wir haben, wollte vorgehen gegen die wenigen Organspenden, die es gibt. Okay. Und meinte, warum machen wir nicht eine Widerspruchslösung? Das heißt, erstmal jeder Mensch, macht man's, der geboren okay. wird, muss, ist Organspender. Du darfst aber widersprechen jederzeit, wenn du es nicht möchtest. Dass einfach die Faulen quasi abgeholt und ausgeflattert werden. Quasi. Ja. Oder die es nicht raffen. Oder man sagt, man schickt jedem einen Brief zum Geburtstag irgendwann, zum 14., 18., keine Ahnung, und wo du dich herzlichen entscheiden Glückwunsch, kannst. Deine Organe sind jetzt reif. Richtig, zum Beispiel. Ja. Wobei auch Kinder, glaube ich, spenden. Ist egal. Und jetzt gab es halt eine Lord Debatte. Lord Abaddon hat auch nur Samenspende betrieben. Siehste? Hat halt den Becher verfehlt. Kann man halt nichts für. Was kam raus? Was denkst du? Gibt es die Widerspruchslösung oder gibt es sie jetzt nicht? Weiß ich nicht, aber erklär mich heute mal auf, ist das jetzt ein großer Skandal gewesen wieder, dass er das vorgeschlagen hat? Nee, eben nicht. Also, okay. Doch, für viele schon. Viele meinten, oh, das ist mein Körper, ich will bestimmen, was ich damit mache. Ja, aber kaum kriegen die Krebs oder irgendwas. Oh, bitte, ich will eine Niere haben, eine neue Niere. Aber selber wollen sie nichts abgeben. Egal, was denkst du, was kam raus? Wurde diese Widerspruchslösung eingeführt? Wurde sie nicht eingeführt? Was denkst du? Du fragst es so, dass ich jetzt mal Nein sage.
Genau, wurde sie auch nicht. So, zack, Psychoanalyse. Und ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Also ich verstehe diesen Ansatz. Das ist, also wurde darüber abgestimmt jetzt oder was? Im Bundestag, ja. Und wie viel Prozent, weißt du das? Ich weiß nicht, ich muss ja dann auch los. Kann ich gerade nicht, ich muss jetzt auch los. Nur gelesen. Hör auf, mir Fragen zu stellen, ich muss jetzt los. Ich musste halt los und habe es nicht mitbekommen, okay, wie hoch das jetzt war. Aber jedenfalls gibt es jetzt keine Widerspruchslösung. Und ich weiß nicht, wie ich es finden soll, tatsächlich. Weil ich das halt verstehen kann, so, das ist mein Körper und ich will lieber selber bestimmen. Aber du kannst ja auch bestimmen, ja, auf der anderen Seite, ja? Also die Frage ist halt, wenn du sagst, Kinder auch, dann machen es die Eltern dann natürlich, aber... Ja, man kann ja sagen, das ist ab dem 18. Geburtstag erstmal greift. Ja, ab 18. So. Ist ja super safe, weil du auch irgendwas mit 14 jetzt eben meintest, so zur Jugendweihe. Ja, das war jetzt ein Vorschlag, dass man zur Jugendweihe automatisch herzlichen bekommt. Glückwunsch zur Jugendweihe, bitte sauf nicht so viel, deine Leber kann auch gebraucht werden. Oder halt so, wo du ankreuzen kannst, so ja, ich will nicht. Hm. Oder vielleicht. Mein Vorschlag wäre, ab dem 18. Geburtstag ist man automatisch Organspender. Man kann es auch schon vorher werden, wenn man möchte, aber... Erst ab dann ist man es automatisch. Du kriegst einen Brief vom Amt oder von Merkel persönlich und dann, oder von Jens Spahn, dann kannst du eben ankreuzen, nein, meine Organe, ich will nicht. Weißt du, was mein großes Argument dagegen ist? Wenn du das so regelst, wie du es dir jetzt erhofft hättest, ja, dann kriegst du auch Organe von Leuten, von denen du sie nicht haben willst. Weil dann sind ja alle erstmal pauschal drin und die sind dann zu faul oder beschäftigen sich nicht damit, um sich da rauszunehmen. Aber auch und das sind die Leute, von denen du keinen Körperteil in dir haben willst. Du meinst Ausländer? So wie die Kinder von Jolli. Ach so. Nee, aber guck mal, auch der größte Alkoholiker kann ja von sich aus sagen, ich bin ja Organspender. Wird das dann nochmal ärztlich geprüft? Wird das mal geprüft, natürlich. Redest nicht jetzt von irgendwem das Organ sofort, muss ja geprüft werden, Blutgruppe und so, bist du überhaupt fähig, dieses Organ aufzunehmen und auch abzugeben. Das mache ich mit meinen Tinder-Dates auch so. Moment, jetzt erstmal so ein Test, bist du überhaupt fähig, dieses Organ aufzunehmen? Das müssen wir erstmal messen. Genau. Meistens nicht. Oh Mann, Alter. Ja, also... Wäre meine Lösung. Ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, weil im Prinzip ändert das ja nichts, außer dass, also dadurch, ich habe es jetzt tausendmal gesagt, die Leute, die faul sind oder sich nicht beschäftigen, werden halt abgegriffen. Aber die beschweren sich dann hinterher vielleicht mit, oh, ich wüsste nicht staffeln. Ach, keine Ahnung. Doch, man muss ja informiert werden. Das ist das große Manko. Aber wenn du die Menschen informierst und den Brief schickst oder, keine Ahnung, mit der Geburtsurkunde gleich noch was rantackern, so von wegen, ab 18. ist es uns... Ist doch nett. Ja. Meine Meinung. Man kann es auch anders sehen. Ich verstehe es ja auch. Es ist für mich jetzt kein großes Thema, wo ich sagen muss, ich will nur noch Freunde haben, die auch so denken wie ich. Es ist eher so, dass ich das halt eher so wahrnehme und so interpretiere. Na gut. Was kommt denn vor den Organen? Vor den Organen kommt die nackte Haut. Ja. Und davon gab es reichlich beim Flughafen von Miami. Ach, das ist passierte? Diesmal die. Vielleicht sollten wir diese Kategorie auch mal einführen oder überhaupt uns mal an unsere Kategorien halten. Die lustigste Meldung der Woche vielleicht. Obwohl wir gerade von geistig Behinderten gesprochen haben. Vielleicht ist es auch nicht die lustigste, wenn die Person, um die es geht, vielleicht psychische Probleme hat. Aber erstmal im Vakuum betrachtet ist es sehr witzig. Da ist nämlich eine Person erst im Bikini über den Flughafen gelaufen und es gibt ein Video, das ist ziemlich viral gegangen davon, wie diese weibliche Person sich nach und nach entkleidet, ja, durch diesen Flughafen läuft, dabei irgendwie eine lustige Melodie singt. Dann letztendlich gab es noch zwei andere Videos, wie sie dann draußen vorm Flughafen auf ein Polizeiauto gestiegen ist und hat sich dahingesetzt und meditiert. Das ist grundsätzlich erstmal sehr witzig. Ja. So, können wir festhalten. Vermutlich geht es der Person nicht so gut geistig. Hm. Vielleicht geht es ihr auch super gut. Ja. Also, ich finde es lustig. Also, ich habe jetzt am Anfang. Prank. Ich habe mir jetzt am Anfang so ein Model vorgestellt. Dass sie ja, das macht. Oder war das jetzt irgendwie eine Altdame? Die sieht jetzt nicht unförmig aus, sag ich mal. Okay. Also. Zu alt für diverse YouTuber. Mhm. Ich erwähne sie jetzt nicht namentlich. Nee. Aber die sieht jetzt nicht unförmig aus. Ah ja. Vielleicht, und das ist jetzt mal meine Theorie, Miami. Mhm. Pass auf, wenn ich damit recht habe. Ja, so. Das ist nämlich eine nagelneue News, deswegen weiß ich es noch nicht. Pass auf, Miami ist der Herkunftsort von Vitali. Vitali Klitschko. CD. Genau. Nein, oder Vitalized TV, ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird, auf Vitali Sobolensky, irgendwie sowas. Mhm. Der hat damals dieses
es war auch in Miami, diese Zombie-Droge, die da sehr groß war, hat er dieses Zombie-Video gemacht, ist dadurch sehr bekannt geworden, ist dann auch bei der WM nochmal geflitzt. Ah, so einer. Kennst du vielleicht, hast du nicht mitgekriegt, okay. Doch, bestimmt. Beim WM-Finale war das, glaube ich, aber 2014 müsste es gewesen sein. Und der macht jetzt Vitali Uncensored oder irgendwie sowas und macht da sehr viel mit nackten Frauen. Mhm. Und meine steile Theorie ist jetzt, dass das ein PR-Stunt für diese Plattform war. Aha. So. Es kann also sein. Ein Prank-YouTuber, der jetzt halt mehr, nackte Haut, Sex sells, habe ich rausgefunden. Boah, Weltformel geknackt. Die Lösung. Wahnsinn. Und da, also er wohnt nicht mehr in Miami, das spricht ein bisschen dagegen. Der wohnt in Los Angeles, soweit ich weiß, aktuell. Das ist eine Finte. Es ist ja quasi ein Kollege von mir. Ja, ja. Aber vielleicht hat er seine Familie oder sowas in Miami besucht und hat sich gedacht, dabei machen wir doch mal hier so einen Move. Ist jetzt den triffst du mal jedes Jahr auf der großen Konferenz der Prank-YouTuber. Genau. Nee, prankig macht er, glaube ich, nicht mehr so viel sonst. Oder weiß ich gar nicht. Ich habe ja, das ist halt Bezahl-Content, dieses Vitali Uncensored. Ach so. Und dann siehst du halt Sachen, die du bei Pornhub kostenlos kriegst oder so. Das ist halt dumm. Also kann es sein, dass am Sonntag, wenn es ausgestrahlt wird, diese Ausgabe, dass wir dann mehr wissen, ja. Vielleicht. Dann sagt der, Überraschung, ich war's. Auf jeden Fall sehr witzige Videos, kann man sich mal anschauen. Wenn es der Frau nicht gut geht und sie aufgrund von psychischen Problemen da so... Dann jetzt, ist es nur halb lustig, dann lachen wir nur mit vorgehaltener Hand. Genau. Und wenn es nicht so ist, dann lachen wir ganz, ganz laut. Ja. Ja, es ist ja, also ohne Spaß, hätte ich das gemacht mit Vollwissen oder so? Na gut, ey. Ich finde halt dieses Ausziehen immer so ein bisschen zu plump, deswegen mache ich das nicht. Ich habe jetzt grundsätzlich kein Problem, nackt durch die Stadt rennen, würde ich halt auch machen, aber ich finde es irgendwie, das ist ähnlich wie im Hotel auf dem Boden rotzen. Ja. Da fehlt mir irgendwie was, das ist mir zu primitiv tatsächlich. Naja, es kann ja tatsächlich eine Aussage haben, so eine Nacktheit. Ich habe zum Beispiel, als Trevor von GTA 5 unterwegs war, da bin ich halt in so einer übelst ranzigen Buchse, ich glaube, die habe ich aber... mir irgendwie aus einem T-Shirt gebastelt oder so, weil ich so eine feinere Drecksschlüpperhose nicht hatte, habe ich mir, glaube ich, aus dem T-Shirt gebastelt, bin ich halt so durch die Stadt gerannt. Da hat es halt diesen doppelten Boden, dass Trevor im Trailer von GTA 5 auch so rumläuft. Ja. So. Aber wenn es diesen doppelten Boden nicht gibt, ich weiß nicht. Ja, sehe ich auch so. Nur dieses bloße sich nackt hinstellen irgendwo, das finde ich auch ein bisschen wenig. Aber man, oder für einen Kalender oder sowas. Für Kalender oder Videos finde ich das ein bisschen wenig. Ja. Bisschen wenig. Ja, das liegt dann an dir, wenn das ein bisschen wenig ist. Oh Mann. Ja, aber der größte Skandal die Woche, Tino. Der größte Skandal. Hast du es mitbekommen? Ich gucke kurz meine Notizen. Die Love Parade kommt zurück. Nein. Das bestimmt, oder? Es gibt jetzt, innerhalb des Brexit, gibt es einen Brexit. Harry und Meghan trennen sich von der Royal Family. Ist das wie so diese russischen Matruschkas, die du immer mehr so klein machen kannst? Genau, und die Kinder von Harry und Meghan trennen sich dann davon und immer so weiter. Da spalten sich dann Atome ab und am Ende haben sie Krebs. Am Ende stehen wir da und sagen mit dem Zeigefinger erhoben, hättet ihr mal den Brexit nicht eingeleitet? Ich habe es gehört, dass die beiden ihre königlichen Verpflichtungen quasi nicht wahrnehmen wollen und die wollen statt König und Königin oder Prinz und Prinzessin wollen sie einfach nur normale Menschen sein. Das ist ja, sind die Pläde. Die verzichten auf viel Macht, aber es kann auch sein, dass sie sowieso niemals König und Königin geworden wären, weil vor denen ja noch wer anders ist. Ja, die sind aber auch, also wir hatten ja irgendwie in der ersten, zweiten, dritten Folge so, war diese Prognose, die Queen stirbt. Erinnerst du dich? Immer noch nicht. Viele Folgen, die lebt immer noch, 2 Jahre später gefühlt. Die überlebt uns noch, glaube ich. Die ist halt, und die hat ja auch einen Mann, ne? Den hat man nicht auf dem Schirm, weil der nicht König ist. Der ist nur irgendwie, der heißt halt Prinz. Wie heißt er? Prinz? Er heißt Prinz. Ist kein König. Sein Titel heißt halt, was ist es? Kronprinz, glaube ich. Mhm. Weil, ich hatte es irgendwann mal gelesen vor Jahren. Er ist auf jeden Fall nicht der König, weil irgendwelche Gründe. Ach gut, gut zu wissen. So, und der ist halt auch irgendwie, der sieht auch schon aus wie eine Leiche. Was geht denn ab mit der Royal Family? Wer ist denn der mit den großen Ohren? Das ist ihr erster Sohn, glaube ich. Charles. Der mit Diana zusammen war, ne? Ich glaube. War das? Lady Di, die auch dann gedeiht ist. Ja. Aber der ist doch danach ihr dran. Wenn sie jetzt abkratzt und... Weiß ich gar nicht, ob dann vielleicht, wenn sie sterben sollte, ob dann erstmal ihr Mann kommen würde oder ihr erster Sohn. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Ehrlich Frage. Ehrlich gesagt, Tino, ist mir auch scheißegal. Oder komme ich zuerst vielleicht? Wahrscheinlich. In der Thronfolge. Also, ich würde es machen. Also liebe Queen, wenn du mal irgendwie keinen Bock mehr hast oder dann doch irgendwie tot bist, dann ruf mich an. Aber für mich die sensationellste Meldung, die damit verbunden war, ich habe in einem Video gesehen, die Queen fährt selber noch Auto.
Das ist eine Frau von meinem Schlag, ja. Alter. Man hört ja mal Frauen und Auto, haha, haha. Aber die Queen beweist uns anderes. Sie ist richtig souverän. Ja, wenn du mal vergleichst mit dem Papst, ja, wenn der Papst wird derjenige, der baut total ab. Ja. Die werden sofort immer so zu alten Opas und obwohl die vorher total fit sind, da kommt noch Rauch aus diesem komischen Schornstein. Habemus Papa! Da kommt der Papst raus, dann macht doch so einen Disco-Tanz irgendwie. Das einzige Problem im Status von Queen sein, da kriegst du halt AIDS. Ach so. Das ist natürlich ein anderes Problem. Die kriegen ansonsten AIDS? Na klar, Freddie Mercury. Ach so. Ah. Na. Gut, gehen wir davon weg. Wir gratulieren, wie heißen die beiden? Prince Harry und Meghan Fox. Ja. Gratulieren wir zu Harry Potter und Meghan Fox. Zu ihrem Brexit, richtig. Harry Potter, wie heißt er? Daniel Radcliffe. Der spielt jetzt wieder in so einem sehr spaßigen Film mit, habe ich gesehen. Kam gestern Trailer raus. Akimbo heißt es. Was? Ganz Akimbo? Also Waffen. Ganz. Ach, ganz, okay. Ich dachte, ganz ist so, der spielt eine Gans. Der spielt eine Gans und quakt dann die ganze Zeit rum. Nee, ich finde das witzig. Der hat erst mit, Swiss Army Knife Man, Swiss Army Man, ja. Der macht halt jetzt nur irgendwie so nicht sich wirklich ernst nehmende Filme. Und ich glaube, die Prämisse bei diesem neuen Film ist, dass er mit seinen Waffen an den Händen fest verwachsen ist. Und wider Willen jetzt irgendwie Leute erschießen muss oder so. Ah. Es war alles ein bisschen wirr, aber ich finde es geil, dass der also nachher Reporter... Er wacht morgens auf und hat Waffen statt Hände und hat den Willen, Menschen zu erschießen. Nee, nicht wirklich. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es war witzig. Ich der große gut, Kinotipp geht zu ganz Mokambo. Akimbo. Akimbo ist auch irgendwie eine Sportart oder Kampfsportart oder. Echt? Oh Gott, glaube ich. Ich bin so ungebildet. Ja. Auch als Kind hatte ich immer von Falco den Song Ganz Wien gehört und dachte als kleines Kind so, was, dass eine Ganz Wien heißt. Eine Gans namens Du hast Wien. Das mit den Gänsen, ne? Ich war voll klug damals. Ja. Kennst du Amy und die Wildgans? Die Wildgänse? Ja, die fliegt dann mit Panzerfäusten rum. Egal. Tino. Was ist passiert? Ich habe noch eine spannende Meldung zum Thema... Ja, ausnahmsweise. Zum Thema Iran. Ja, eine spannende, die erste heute. Kommen wir jetzt zum Iran direkt. Nein, nicht direkt. Also schon Iran, aber nicht diese... Ach so, schon Iran, aber nicht ganz. Also aber nicht Irak. Ganz Iran, richtig. Nee, schon Iran. Und zwar sind gerade die großen Schachweltmeisterschaften, ja. Das ist wirklich spannend. In irgendeinem asiatischen Land, China oder sowas, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Jedenfalls, die Chefschiedsrichterin kommt aus dem Iran. So, jetzt pass auf. Die hat während der TV-Übertragung immer ein Kopftuch getragen, aber so ganz lässig, weißt du, dass man ihre Haare trotzdem sieht, so ganz cool. Ich bin zwar schon Iranerin so und Moslem, aber nur so lässig cool so. Okay. Dann gab es Stress vom Iran, die meint, weil im Iran musst du ja als Frau Kopftuch tragen, mach mal wieder Kopftuch dann richtig auf, das sieht scheiße aus. Und hat sie es aber nicht eingesehen und das hieß dann, dass sie Ärger bekommt, wenn sie zurückkommt. Dann kam sie nicht zurück. Und jetzt wäre ich in der Situation, ja, und willst wieder in die Heimat zurückfliegen, würde ich mir die Frage stellen, kann ich zurückreisen, ohne jetzt geköpft zu werden? Und sie ist sich eben nicht ganz sicher, ob das passieren wird. Und am nächsten Tag hat sie ihr Kopftuch ganz abgelegt. Bam! Oh ja. Und es war nicht mal ein Zeichen gegen den Iran, das lässig zu tragen. Das machen Frauen einfach so in den westlichen Ländern und woanders. Und jetzt trägt sie quasi kein Kopftuch mehr und hat Angst, zurückzufliegen. Mhm. Das fand ich ein krasses Zeichen. Da wollte ich dich nämlich fragen, was du von Kopftüchern hältst. Ich setze auch mein Zeichen gegen den Iran und trage kein Kopftuch. Echt? Mhm. Bist du mutig, wenn du aber dann zurück musst in Iran? Da habe ich dann Pech gehabt, aber das nehme ich in Kauf. Feiert mich. Es kam auch dann vom Iran noch eine Antwort an die Frau. Es gibt nur einen Weg, sich zu entschuldigen. Kopftuch aufsetzen. Und der ist... Zwei Kopftücher aufsetzen. Nee, fünf. Als Zeichen der Reue ab sofort ein besonders fromm anmutendes Kopftuch zu tragen. Aha. Das ist jetzt ihre Aufforderung. Ob sie der nachkommt... Was ist ein besonders frommes Kopftuch? Keine Ahnung. Kopftuch mit einer jungfräulichen Vagina drauf. Wahrscheinlich, ja. Ja, würde ich sagen. Ich finde es sehr spannend. Und ich stelle mir manchmal die Frage... Sind Kopftücher zeitgemäß? Denn man bekommt immer von vielen Richtungen den Vorwurf, wenn man für Kopftücher ist oder es einen nicht stört, dass man ja Frauen diskreditiert, weil Frauen werden ja oftmals gezwungen zu Kopftüchern. Diese Länder sind einfach völlig zurückgeblieben. Wir sind einfach als Europa zum Beispiel schon so viel weiter. Wir haben längst das Kopftuch durch das Handtuch ersetzt. Richtig.
Ja. Viel, viel praktischer auch. Ja. Das fand ich noch sehr spannend, habe ich noch gelesen, bevor ich hierher gelaufen bin. Und das fand ich halt schon interessant und auch mutig von ihr. Es ist ein schöner Move, aber in der Regel wird daraus nichts passieren. Aber natürlich, wenn sich sowas immer weiter häuft. Das sagst du, wenn ihr Kopf dann noch einmal weg ist, wenn sie im Iran landet? Der Punkt ist ja gar nicht, dass das mit dem Kopftuch so schlimm ist. Also jeder kann das ja machen. Weißt du? Mhm. Aber es sollte okay sein, wenn eine Person sagt, ich möchte kein Kopftuch aufsetzen. Mhm. So. Ich sage ja nicht, dass es schlimm ist, dass Leute Kopftücher tragen. Egal, das wisst ihr ja. Ihr seid ja alle super intelligent. Oh, da werde ich direkt auch wieder meine Radiostimme einsetzen, denn wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um Taiwan. Taiwan ist unabhängig von China, zumindest aus Sicht der Welt, nicht aus der Sicht von China. Taiwan kennen die meisten von euch von euren Klamotten, wenn dann draufsteht, Made in Taiwan. Ja. Das ist keine Modekette, das ist ein Land. Gut, Taiwan hatte nämlich Wahlen und da gab es zur Auswahl die gute Tsai Ing-wen und einen Kontrahenten, der Beijing-freundlich ist. Ja, also der hätte dann wahrscheinlich eingeleitet, dass Taiwan wieder annektiert wird, offiziell. Aber Tsai Ing-wen hat gewonnen und sehr viele Länder haben Taiwan gratuliert und China hat das gar nicht gut gefunden. Warum denn? Naja, die mögen das nicht, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf China und damit durchkommen. Blöd. Ja, da drücken wir doch mal die Daumen, ob Ähnliches auch in Hongkong passiert. Ich würde es begrüßen. Was geht denn gerade in Hongkong? Ist da immer noch jeden es Tag ist, irgendwie... Es ist die gleiche Scheiße wie zuvor. Ich habe es mir ein bisschen vorgenommen, weniger drüber zu reden, weil man kann halt wieder sagen, es war eine große Demonstration. Was ich nicht erwähnt habe, was ich vielleicht hätte erwähnen sollen, gerade an Neujahr, direkt am 1.1. war halt wieder über 1,5 Millionen Leute auf der Straße, so Neujahrs. Mhm. Weißt du, wenn alle anderen Hangover-Day feiern auf der Welt, okay, vielleicht nicht alle, weil chinesisch Neujahr ist ja woanders, aber trotzdem, am 1.1. direkt, ja, viele Leute auf der Straße. Also nach wie vor, es bricht nicht ab. Nach wie vor, es bricht nicht ab. Es gab jetzt wieder eine Meldung von Carrie Lam, die hat gesagt, Polizeigewalt existiert nicht. Also die, was ist das? Die Bürgermeisterin von Hongkong wahrscheinlich? Keine Ahnung. Also die Chefin, die Stadtchefin. Die hat einen Hut auf. Ja, was hat die? Einen Hut auf. Ach so. Einen Hut auf? Nee. Hat die einen Hut auf? Nee. Keine Ahnung. Die hat so eine komische Frisur. Egal. Nehmen wir es nicht weiter auseinander. Free Hongkong nach wie vor, ich drücke euch die Daumen, aber es ist halt wirklich für eine Sendung nicht von Vorteil, wenn nicht wirklich was Einschneidendes passiert, jedes Mal zu sagen, übrigens, es waren wieder viele Leute auf der Straße, übrigens wurden wieder Leute zusammengeschlagen. Ja. Simon Desio, das ist doch viel wichtiger. Simon Desio? Das war die Woche der freigesprochenen YouTuber so ein bisschen. Auch wenn Jolli nur so halb freigesprochen wurde. Simon Desio wurde freigesprochen. Er hatte sehr viele Videos gemacht, in denen er falsche Tatsachen verkauft hat an 11-jährigen Kindern für, also ich weiß gar nicht, was es genau war. Ich glaube, da spielt auch eine Rolle sein So wirst du reich Ding. Und dann erzählt er hier übrigens, Dropshipping ist ganz gut und sagt, wenn du Geld bezahlst, darfst du meinen exklusiven Livestream sehen. Aber das sind aufgezeichnete Videos, die auf Twitch laufen, sprich Reruns. All solche Sachen. Und das Gericht hat aber entschieden, dass den Leuten klar sein muss, dass Simon Desue Entertainment-Videos macht und dass die nicht den Tatsachen entsprechen. Und das heißt, ich du darfst sehr als Entertainment-YouTuber alles machen? Im Prinzip ja. Hey Leute, ich mache jetzt Entertainment und ich finde Juden scheiße. Ha. Das ist nicht antisemitisch. Ich mache doch nur Entertainment. Ihr müsst doch wissen, dass das nicht ernst gemeint ist. Das finde ich ja schon ein bisschen frech tatsächlich. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Ja. Also wahrscheinlich hätte bei diesem Judenbeispiel hätte das Gericht vielleicht anders entschieden. Aber hierbei Glaube ich nicht. Geht's, ich weiß es nicht. Nicht es bei ist, Simon Desio. Achso, der darf alles machen, weil er schwarz ist. Richtig. Ich bin übrigens Entertainment-Star Simon Desio und ich finde Schwarze, die sind ja so nicht gut, ne? Nee, ich finde es halt echt ein bisschen komisch. Aber da ich jetzt gerade nicht genau bei der Hand habe, um welche Videos es geht, will ich es nicht zu sehr vertiefen, sonst kommt Stahlmetaller wieder an, ist zufällig auf dem Gebiet Simon Desio auch Experte und zerschneidet uns wieder. Mit 1000 mit Fakten. Worten in einem Kommentar. Ich muss auch sagen, ich habe seinen ersten Kommentar noch durchgelesen, den zweiten dann nicht mehr. Also liebe Leute, fasst euch kurz. Wir haben keine Zeit für eure Kommentare, für eure Meinungen.
Ich muss auch zugeben, dass Simon Destio einer der ersten Kanäle war, die ich abonniert habe früher. Echt, ja? Mit Halfcast Germany 2 hieß der Kanal früher noch. Da habe ich ein Video gesehen, wie er von, wie er auf so ein Boot gesprungen ist. Das fand ich irgendwie witzig, so mit meinen jungen 13, 14 Jahren. Ach, ein Boot, was ich nicht wusste. War das Simon Destio, ja? Ich dachte, das hätten nur die Ape-Crime-Leute gemacht. Oder er hat es nachgemacht, keine Ahnung. Aber so, Tito, wir müssen noch zwei, drei Sachen kurz erwähnen. Wir haben nämlich schon nicht mehr so viel Zeit, noch 10 Minuten insgesamt. Die brandheiße Nachricht des Tages, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu Amerika. Tut mir leid, wenn es euch aus den Ohren raushängt, aber anders als Hongkong passiert da halt jeden Tag was Neues, Spannendes. Lev Parnas, ein Kollege von Giuliani, der wiederum, kennst du ja, ne, der Anwalt von Donald Trump, ja, der stimmt. war in diese ganze Ukraine-Sache verstrickt. Und der hat jetzt ein exklusives Interview gegeben auf MSNBC und hat auch nochmal verdeutlicht, dass Trump definitiv über alles Bescheid wusste. Ja, dass er nicht irgendwie, oh, was, den kenne ich gar nicht. Hat Trump ja erst gesagt, Lev Parnas, den kenne ich gar nicht. Hm. Und dieses Interview ist gerade heute erst rausgekommen, deswegen, ich habe es mir leider noch nicht anschauen können, habe 1-2 Highlights gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr brisant, das geht gerade richtig ab. Aber ich kann nichts Genaues dazu sagen. Ich muss mir das komplette Interview erst noch anschauen. Auf jeden Fall sagt er, ey, das ist Quatsch. Everyone was in the loop. Jeder wusste Bescheid. So. Noch ein Grund mehr, den Trump zu impeachen vielleicht. Ja, und auch er hat jetzt nochmal betont, dass der David Nunes, der ja für die Republikaner in dieser gerichtsähnlichen Sache beim Impeachment der Vorsitzende war, dass der in dieser Sache mit drin hängt. Definitiv. So. Alles sehr brisant. Das Kartenhaus bröckelt. Gleichzeitig bröckelt es auch in andere Richtungen, denn das Hashtag CNN ist Trash ist getrendet auf Twitter, denn CNN hat sich auf die Fahne geschrieben, Bernie Sanders schlecht zu machen, beziehungsweise in einem schlechten Licht dastehen zu haben. Bernie Sanders, der seit, ich glaube, 63 war es, da hat er schon für Zivilrechte gekämpft und wurde von der Polizei verhaftet. Videos sind kursiert, in denen er 87 zu einem Kind sagt, ey, vielleicht kannst du später mal Präsident werden. 88 sagte das auch. Ich setze dich dafür ein, dass Frauen Präsident werden können. Setzt sich wirklich, noch bevor es cool war, ja, setzte sich für Schwulen und Frauenrechte und so ein. Ja. Und diese Person wurde jetzt beschuldigt, gesagt zu haben, in einem angeblich geheimen Treffen zu Elizabeth Warren, die so ein bisschen, so ganz ein bisschen die weibliche Version von Bernie Sanders ist, aber nicht wirklich. Die jahrelang, über 30 Jahre lang sind die befreundet. Da wurde jetzt von CNN, und ich mache ganz große Anführungsstriche, aufgedeckt, dass Bernie Sanders gesagt hat, eine Frau kann nicht Präsident werden. Und das macht halt in seiner kompletten Historie einfach überhaupt keinen Sinn. Hm. Und dann war die demokratische Debatte in Iowa, wo jetzt in wenigen Tagen, ich glaube anderthalb Wochen oder so, die erste Wahl ansteht. So eine, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, so eine entscheidende Wahl. Wenn Bernie Sanders da gewinnt, sieht es relativ gut aus für ihn. Und da war eine Debatte von CNN gehostet. Übrigens ein Nachrichtensender, wer das nicht wusste. Und da geht es halt so, du kannst dir einen Ausschnitt anschauen, da geht's Bernie Sanders, haben Sie das gesagt, dass Frauen nicht Präsident werden können? Und dann sagt Bernie Sanders, nein. Geht's zu Elizabeth Warren, Frau Warren, was haben Sie empfunden, als er das zu Ihnen gesagt hat? So. Ja. Und dann Screenshots überall aufgetaucht, die die Fragen verglichen haben. Jede einzelne Frage war sehr deutlich dagegen gerichtet, also dafür gerichtet, Bernie Sanders irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Mhm. Schuldet Bernie Sanders der amerikanischen Bevölkerung eine Erklärung dafür, dass wie heißt es, Medicare for All, also die grundlegende Reformation des Gesundheitssystems, dass das uns in die Staatskrise stürzt, so. Mhm. Wobei in dem Atemzug kein Mensch darüber redet, wie viele Billiarden die Amerikaner ausgeben für Verteidigung, fürs Militär. Und dann Studien existieren, dass du Geld sparst, wenn du Medicare for All einführst, weil du diese Premium-Dinger da weg, ist egal, beschäftigt euch damit. So, es ist auf jeden Fall relativ offensichtlich gewesen, dass CNN nicht der größte Fan von Bernie Sanders war. Deswegen ist getrennt, CNN ist Trash. Infolgedessen hat Bernie Sanders so einen Anstieg von Support bekommen, hat innerhalb von einem Tag 1,7 Millionen Euro an Spenden von hunderttausenden Leuten bekommen. Euro? Dollar. Okay. So. Und deswegen war das alles ganz schön. Aber ist CNN nicht eigentlich so ein Demokratensender? Schon, aber nicht ganz. Es ist halt trotzdem, also
In Amerika ist es ja so, dass irgendwie 90% aller Sender von 5 verschiedenen Leuten mehr oder weniger nicht gesteuert werden, aber sie gehören halt denen. So wie hier der Springer Verlag, ne? Gibt es da halt auch diese 5 Großen irgendwie. Mhm. Und CNN ist auf jeden Fall sehr anti-Trump, aber Bernie Sanders ist halt sehr anti-Establishment. Mhm. Und die Millionäre sind kein Fan von Bernie Sanders. Mhm. Logischerweise, wenn er sagt, Millionäre müssen sehr hohe Steuern zahlen. Und deswegen ist CNN jetzt auch nicht pro Bernie Sanders. Und ich glaube, dass CNN auch eher noch einen Trump haben wollen würde, weil da haben sie immer was zu berichten, der böse Trump, als Bernie Sanders, der sagt, hier, das ist alles Bullshit, wir wollen das nicht mehr. Who knows, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Gespinne, aber auf jeden Fall sind sie kein Fan. Fox ist ja eher so der republikanische Sender für Trump und so. Das war auch so eine Sache, das war das erste Mal, dass die Konservativen und die Progressiven an einem Strang ziehen konnten, denn die sagen natürlich auch, CNN ist Trash, weil die ganze Zeit gegen Trump haten. Hm. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Dann erwähne ich noch ganz kurz, weil Herr Rodes das gesagt hat, dass die NSA hat eine Windows-Lücke gemeldet, anstatt sie auszunutzen. Das hat er mir geschickt, deswegen erwähne ich das hier ganz. Ach, schön. Ist ein schöner Zug. Ja. Ne? Ja. Liebe Grüße an die NSA. Ja, danke. Die hören auch zu. NSA, ihr dürft mich jederzeit ausnutzen. Ja, warum auch nicht? Gut, Tino, was geht bei der Woche? Es war eine nicht so spannende Woche, finde ich. Bisschen also, durchwachsen. Lokal war es schon spannend, tatsächlich. Da würde ich auf jeden Fall einen Punkt draufgeben für diese ganze Koma-Carsten-Sache. Ja, richtig. Weil wir sind ja auch hier Lokalradio, das muss man berücksichtigen. Muss man sagen, ja, die Lokalpunkte gehen nach oben. Aber wir sind halt Brennpunkt Internet, nicht Brennpunkt asoziales Treffen am Neptunbrunnen. Muss man auch sagen. Also ich würde auf eine 4 gehen. Eine 4? Also ja. Ich würde schon auf die 5 gehen. Ja. Weil ich das Video, das mit Lev Parnas ist halt super krass. Das konnte ich jetzt vielleicht nicht so rüberbringen oder du bist nicht ganz mit dem Thema. Aber das ist jetzt quasi so, als wäre aus dem Nichts zu diesem ganzen Impeachment-Ding noch ein neuer Kronzeuge dazugekommen. So. Und das ist halt schon. Also ich würde schon mindestens auf die 5 gehen. Ja, okay, eine 5 ist okay. Fünf ist okay, auch weil die russische Regierung zurückgetreten ist heute oder gestern. Wie bitte was? Ja, komplett, außer Putin. Okay, der will seine, Putin darf jetzt alleine machen oder was? Er will seine Macht wohl irgendwie ausbauen, da kann man gar nicht dazu. Na dann, und, viel Spaß. Nein, wir gehen auf 6 hoch, das habe ich vergessen. Alter, wir gehen auf 6 hoch, denn es gab ein Video von Putin und Assad, wie sie sich über Trump lustig gemacht haben. Ah, ja, habe ich auch gelesen. Und das ging nämlich auch richtig viral und das gerade im Zuge von vor, ich glaube, 3 Monaten oder so oder 2, als Trump gespött war von Trudeau und von, wie heißt er hier, Franzose, Macron und so. Mhm. Ja, und jetzt, ja, von seinen besten Homies, er hat noch nie ein schlechtes Wort über Putin verloren und selbst der macht sich über ihn lustig, der hat wohl gesagt, da gibt es irgendwie so einen Weg, den irgendwie, das ist halt Bibel, ne? Ich kenne mich nicht aus mit der scheiß Bibel, irgend so ein Johannes, der blind war, ist da lang gegangen, da soll mal Trump lang gehen, dann, um den zu heilen und dann sagt Putin halt, haha, ich sag's ihm so von wegen, der macht ja alles, was ich will. So. Ja, ja. Also das war schon hart. Man muss aber auch sagen, dass sowohl Putin als auch Assad jetzt nicht die coolsten Menschen sind, eben. So, aber es ist aber halt witzig. Putin ist ja, ne, wie gesagt, Trump ist ja großer Putin-Freund, beziehungsweise will ich jetzt nicht unterstellen, aber er hat noch nie was Negatives über Putin gesagt, währenddessen Trudeau, ja, Macron, Angela Merkel, die wurden alle schon von Trump schlecht geredet. Von Putin hat man da noch nichts gehört. Naja. Es gab einen ähnlichen Fall jetzt in irgendeinem Fernsehsender, gab es auch einen Empfang von Politikern und die haben die falschen Untertitel eingeblendet und haben von irgendeiner Drama-Serie das eingefügt. Dann hieß es irgendwie so, da geben die sich die Hand und sagen diese Sachen wie, wie geht's deiner Mutter irgendwie, hat sie noch Krebs, solche Geschichten, also irgendwie, also sehr lustig. Ich habe es nicht verfolgt, genau wo das war und von wem, aber es war eine Meldung, die ich gesehen habe. Okay. Nun gut. Vertauschte Untertitel. Die Melodie ist zu laut, wir hören nichts mehr. Es war sehr schön. Es war eine sehr schöne Ausgabe. Auch wenn es heute alles sehr plötzlich war.